Heute bauen wir eine Bügelflasche. Und die sieht ungefähr so aus. Wie gesehen, die Flasche hat ein grünes Glasmaterial und hat einen Hebel, den da, und einen Bügel und einen Zapfen bzw. Deckel mit Gummidichtung. Und die wird alles animiert und steht auf einem Tisch mit Tischdecke, und im Hintergrund ist irgendein Foto. Also wie machen wir das alles? Das zeige ich heute. Zuerst mal will ich alles in Git verfolgen. Also wenn ich ein Modell baue, dann mache ich meistens ein Git-Repositorium, und dahin stelle ich immer meine Modelle, und wenn ich etwas ändere, dann habe ich verschiedene Versionen. Da kann ich meine Versionsreihe verfolgen. Also zuerst Git init. Und jetzt habe ich ein leeres Repositorium und hier kann ich schon anfangen. Also zuerst Blender laufen. Ich habe Blender auf seine Ausgangseinstellungen wieder zurückgesetzt, damit wir wieder von vorne anfangen. Oder vielleicht nicht. Also, da sind wir. Also, man kann da sehen, Blender-Render ist eingeschaltet. Wir haben der Würfel und das Licht, und das wollen wir alles nicht. Also, ich will auch eigentlich Tastaturanzeige haben. Also deshalb, hoffentlich ist der Addon noch da. Ja, Screencast Keys, den schalte ich jetzt ein und speichern. Und einschalten. Also, jetzt kann man sehen, wenn ich mit der Maus klicke. Also, ich selektiere zuerst das, was ich nicht haben will, und raus damit. Dann will ich Cycles Render benutzen. Das ist besser. Es gibt wirklich viele schönere Materialien und bessere Ergebnisse. Nun will ich auch in wirkliche Einheiten arbeiten, also in Metric statt einfach Blender-Einheiten. Also ich schalte Metric ein. Und ich habe einen Umriss von der Flasche schon als SVG-Datei gemacht. Also wenn ich den da vorzeige, sieht irgendwie so aus. Also der Umriss der Flasche ist da. Hier ist der Umriss vom Deckel. Da ist der Bügel und hier ist der Hebel. Also das ist nicht genau, wie es aussehen muss, und warum es diese zwei komische Enden hat, das zeige ich im Blender. Also, jetzt anfangen. In Blender werde ich jetzt diese SVG einziehen. Wo ist er? Na, dann schauen wir mal. Da liegt der Flasche. Und mal schauen, ob es die richtige Größe hat. Unsere Flasche ist 16 cm im Y-Richtung. Das stimmt, das ist ungefähr wie groß es in Wirklichkeit ist. Also, all diese Linien werden jetzt auf rechts gedreht um der X-Achse 90 Grad.
jetzt steht es. Nun will ich aus diesen Linien, was ich noch einschalten muss, in User Preferences, was ich immer zuerst mache, ist Zoom to Mouse Position und Rotate Around Selection. Dann kann man zum Beispiel, wenn man hier was sehen will, dann kann man da einzoomen. Und wenn man da was sehen will, dann kann man da einzoomen. Noch was, unsere Kamera beginnt auf 10 cm, also es zeigt nichts, was näher als 10 cm ist. Das ist eigentlich falsch, das mache ich jetzt 1 mm, weil wir mit kleinen Objekten arbeiten. Und wir brauchen nicht 1 km weit schauen, also dann 10 Meter reicht schon. Das ist schon besser. Also aus diesem Umriss wollen wir ein Objekt machen, einen Körper. Und das machen wir, indem wir eine sogenannte Modifier benutzen. Screw Modifier, also Schrauben, das kann man einfach mit null Steigerung kann man aus einer Schraube so ein, ja, das ist nicht gewollt, wir wollen um den Y-Achse drehen. Also das ist der Y-Achse des des Kurves, nicht die globale Y-Achse hier. Also jetzt haben wir schon eine Flasche, aber das ist so ein bisschen rau da um den Kanten. Also dann mache ich 32 Schritte. Das kann man so schreiben. 32. Man könnte auch 2 hoch 5 schreiben. Geht genauso gut. Und hier werde ich diesen Modifier, das ist genau schön, und den Zapfen sollte der gleichen Modifier haben. Also das machen wir so. Wir selektieren zuletzt den Körper, der schon der Modifier hat. Und jetzt können wir mit Steuerung L Modifiers kopieren. Also das kopiert vom gelb markierten, vom gelb markierten Körper die Modifiers auf alle anderen selektierten. Also Steuerung L, Modifiers, und jetzt hat der Zapfen, der Deckel, schon ein Modifier. Aber diese wollen wir jetzt auch nicht als, als Rotationskörper von Kurven haben. Wir wollen die eigentlich als, als Netz, als Punktnetzen haben. Aber das zeige ich gleich vor. Ich will zuerst speichern. Und zwar hier in Flasche Screencast. Und gespeichert. Und in Git gehe ich dann hinein. Also, jetzt haben wir unsere erste Version in Git gespeichert. Und dann können wir fortgehen. Diese will ich jetzt als, als Netz haben. Also das macht man mit Alt-C und Mesh from Curve. Und jetzt ist das nicht mehr eine Kurve. Wenn ich in Edit-Modus hineingehe, dann sehe ich so ein Netz von Punkten. Sehr schön. Also. Jetzt will ich die Bügel und Hebel bauen. Also zuerst der Hebel. Diese ist auch eine Kurve mit Griffen. Aber die Normalanzeige brauche ich nicht. Also das entferne ich so. Und wenn ich den von vorne anschaue und auch von in orthografischen Modus, das ist so ein bisschen einfacher. Diese Griffe müssen jetzt alle der Align-Typ von Griff sein. Und hier sieht man, der erste Griff wird ganz komisch
dargestellt mit einem enormen Griff und deshalb habe ich diese extra Griffe einfach zugelegt und die brauchen wir nicht, die entfernen wir. Also gut, dann muss ich von einem zweidimensionellen Ding einen dreidimensionellen Hebel machen. Und da fahren wir so fort. Diesen Griff drehen wir um den Z-Achse mit 90 Grad. So, das sieht gut aus. Und die anderen Griffe müssen jetzt in Y-Richtung bewegen. Also Steuerung E für die andere, also was Invert Selection auf Englisch. Also 16 mm, 1,6 cm. Und ja, das ist richtig platziert. Wenn man hier sieht, dieser Hebel hat so ein bisschen von einem Punkt da am Ende. Das sieht nicht so schön aus. Den strecken wir jetzt, skalieren wir mit S. Und interessant, wenn man in Blender über der Rand geht, dann fängt es einfach von oben an. Also man muss nicht ständig hin und wieder mit der Maus. Ungefähr so ist richtig. Dann will ich diesen Griff in der Flasche hinein richten. Also x minus 90. So. Und ich bewege ihn später, aber zuerst will ich diesen Schleifen hier zur Spirale machen, nicht so flach. Also alle Griffe außer den will ich jetzt mit 1 mm im negativen Y-Richtung bewegen. So 1 mm. Und dann wiederhole ich diese Bewegung auf alle außer den, also Shift-R und den Shift-R. Also dieser Griff ist dann mit 1 mm verschoben, diesen mit 2 und diesen mit 3. So. Und jetzt sieht der Schleifen noch nicht so schön aus, es ist so ein bisschen eckig. Also lass uns dann von rechten Blickwinkel ausschauen. Und diesen Griff werden wir jetzt drehen, bis es also eine gerade Linie im rechten Anblick darstellt. Und diesen auch. Aber wir wollen nicht diese große Bogen da haben, also der andere Griff können wir so ein bisschen einschränken. Gut, das ist schon besser. Der muss noch angepasst werden. Also von unten ist die Flasche so ein bisschen im Wege. Also dann bewege ich den ganzen Dings zum nächsten Ebene. Also Layer 2. Dann nach 2 und von oben schaut es so aus. Also den können wir auch drehen. Ungefähr so. Also jetzt ist diese Schleife ein bisschen besser, ist nicht so eckig wie es war. Ja, sieht schon ziemlich okay aus. Es wieder zum ersten Ebene gehen. Super. Jetzt noch diesen Griff in der Flasche hineindrücken. Also von vorne gesehen in Röntgenmodus. Und bis ungefähr da. Also er muss nicht in der Flasche hinein, im Mitte der Flasche hineingehen, einfach nur
in dem Glas. Und diese strecke ich nochmal und den auch. Irgendwie so. Also jetzt haben wir die Linie des Hebels, aber der muss noch ein bisschen, also ist noch kein Draht, ist einfach nur eine Linie. Also ein Teil des Videos ging verloren, deshalb fange ich wieder mal an mit dem Drahtform. Was wir jetzt brauchen, um diesen Hebel und den Bügel aus Linien, eindimensionale Linien zum Draht zu machen, ist ein Kreis. Also, dann bringe ich den Cursor wieder zum Beginn und ich füge einen Kreis zu mit 1 mm Radius. Dann appliziere ich den Kreis als Bevel-Objekt zum Hebel. Oh, ich hatte schon einen Kreis. Also, der kann weg. Und den Bügel auch. So. Aber diese zwei, Bügel und Hebel, sind beide jetzt nur die Hälfte von was sie sein müssen. Und dazu benutzen wir den sogenannten Mirror Modifier, also Spiegel. Der Hebel spiegeln wir mit Flasche als Spiegelobjekt in der Z-Richtung. So. Und wir können wieder den Modifier kopieren. Und jetzt ist der Bügel auch gespiegelt. Aber der muss eigentlich der Deckel als Mirror Object haben, weil der Deckel weg von der Flasche bewegen kann. Jetzt haben wir diese zwei. Was noch fehlt, ist eine Dichtungsring für den Deckel. Und das machen wir folgende. Der Deckel bewegt zur Ebene 2. Da haben wir den. Und wir müssen von der Seitenansicht den Deckel betrachten. Und wir können dann einen Dichtungsring, wir brauchen den Punkt in der Mitte von diesem Hals des Deckels. Und deshalb zoome ich hier ein und finde den Endpunkt des Halses und klicke da. Und wieder genauso wie früher will ich den 3D-Kursor zur Mitte bringen, also nur zur Z-Achse. So. Und jetzt ist der 3D-Kursor in der Mitte, wenn wir von oben schauen. Und auch von der Seite ist er auf dem Endpunkt. Jetzt können wir einen Kreis zufügen. Und hier brauchen wir keine Bezier-Kurve, eigentlich ein Netz von Punkten. Also so ein Kreis. Und ja, ein Meter ist ein bisschen zu groß. Machen wir zuerst einen Zentimeter. Und jetzt können wir den noch ein bisschen abskalieren, bis es am Hals kommt. Am Hals des Zapfens. Ah, ich habe meine Screencast Keys ausgeschaltet. Besser. So, ich habe den habe ich den Kreis mit Shift skaliert. Also ich habe sieht auch den Shift nicht so gut hier. Also ich habe einfach mit S angefangen zu skalieren und dann um akkurat zu skalieren habe ich Shift eingehalten. Das sieht man nicht da, aber glaub mir. Super, jetzt haben wir so ein Halsband
für den Zapfen, aber daraus wollen wir einen Dichtungsring basteln. Das machen wir im Edit-Modus und wir extruieren alle Punkte in Z-Richtung. So, und so 2 mm. 2 mm, nein, das geht nicht. Also, nur Kommando 02. Super. Und dann will ich alle diese Punkte mit 1 mm in Z-Richtung, in negativen Z-Richtung bewegen. So. Und dann will ich die extrudieren in X und Y-Richtung, also nicht Z. Also E für Extrude, S für Skalieren. Und dann nicht Z, also Shift Z. Und so 1,75 mal. So, gebe ich mit der Tastatur ein. Und haben wir einen Ring. Aber der ist so starr und tragt so zur Seite aus. Das sieht nicht wie Gummi aus. Was ich jetzt sehe, ist diese schwarze Farbe zeigt mir, dass die Flächennormalen nach innen zeigen und nicht nach außen. Also dann mache ich Ctrl N, um den Normalen auswärts zu richten. Das sieht besser aus. Und jetzt will ich den Ring schneiden. Dazu benutze ich jetzt etwas Interessantes. Sieht so aus. Nein, ist doch in Ordnung. Okay, was ich jetzt machen will, ist ein Loop Cut and Slide. Das kann ich so machen. So. Und ich will zwei Schnitte machen. So. Und das gleiche wiederhole ich da am unteren Fläche. Kann auch so machen, anstatt zu klicken. Und auch zwei Schnitte. Super. Jetzt kann ich diesen Ring, das mache ich mit Shift-Alt rechter Maustaste. Jetzt habe ich den Ringen oben und unten selektiert und die gehen hinauf fast bis zur Oberfläche des Deckels. Und wieder mit Shift schön so platziert. Und jetzt will ich den nächsten Ring nehmen und der ist fast horizontal Beziehung zur anderen Ring, weil es von der Flaschenhals, nein, von der Flaschenmund gedrückt wird. Also der kommt ungefähr so. Also das ist so horizontal da. Und der letzte Ring kann so ein bisschen höher gehen. So etwas. Aber der muss nicht so gerade hinab zeigen. Also den nehmen wir ein bisschen nach außen. Also ich skaliere einfach. So, bis es so eine ungefähr quadratische Form da hat. Und dieser Ring und den auch wollen wir scharfe Kanten machen. Also das ist Mark Sharp. So. Und die anderen Flächen müssen alle glatt oder weich sein. Also Shade Smooth. So. Und das Ganze will ich jetzt, das sieht noch nicht so gut aus, das Ganze will ich jetzt dann Auto Smooth machen. Und was das macht, ist alles, was weich markiert ist, oder alles im Netz wird weich oder scharf markiert, abhängend vom
Aufwendig. Aber auch wenn etwas scharf markiert ist, dann bleibt es immer scharf. Das macht öfters schöne Formen. Also gut. Dieser Dichtungsring muss immer den Korken verfolgen. Also den mache ich jetzt ein Kind vom Dichtungsring. Vom Deckel. Und man muss immer dann Set Inverse machen, damit es wieder auf seine Ausgangsposition kommt. Und beide Deckel und Dichtungsring können jetzt wieder nach Ebene 1 bewegen. Also gut, jetzt haben wir Korken und Dichtungsring. Und jetzt können wir anfangen, alles für Animationen vorzubereiten. Also zuerst will ich den Hebel zuerst drehen, damit es also richtig platziert ist mit Beziehung zum Bügel. Das sieht richtig aus. Also der Bügel ist so in der Ecke vom Hebel. So sieht gut aus. Also erstmal speichern. Und wieder in Git eintragen. Also, das war's für Teil 1. In Teil 2 werden wir das Ganze